Damen und Herren. Schönen Dank, dass Sie so kurzfristig hier zusammengekommen sind. Für uns hat sich nach einem Interview von Herrn Professor Pinkwart heute in der WAZ eine neue Situation ergeben. Denn gemäß diesem Interview hat Herr Pinkwart die Koalition zwischen CDU und FDP aufgelöst, woraus sich die Situation ergibt, dass es keine geschäftsführende Regierung mehr gibt, sondern nur noch geschäftsführende Minister, die sozusagen alleine und einzeln unterwegs sind. Und in dieser Situation kann Herr Rüttgers sich dann nur noch auf 67 Stimmen im Landtag stützen, nämlich die 67 Stimmen seiner eigenen Fraktion. Diese Überraschung, diese Wende kam für uns völlig überraschend, auch für mich persönlich. Damit habe ich noch gestern nicht gerechnet. Wie ja einige wissen, habe ich gestern noch einen Pressehintergrund in Berlin gemacht. Diese Entwicklung konnte ich dort nicht vorhersehen. An dieser Stelle ist jetzt die Frage, welche Situation ergibt sich daraus? Der geschäftsführende Ministerpräsident ist damit ein Ministerpräsident auf Abruf. Im Zweifelsfall stehen 114 Stimmen gegen ihn im Landtag. Damit ist eine handlungsfähige Regierung hier in Düsseldorf nicht mehr gegeben. Diese instabilen Verhältnisse für Nordrhein-Westfalen verlangen jetzt ein schnelles und ein konsequentes Handeln. NRW braucht eine stabile Regierung, eine stabilere, als Herr Rüttgers sie damit zurzeit noch bieten kann. Aber wir brauchen auch inhaltliche Weichenstellungen, die sind dringend erforderlich. Wir müssen dafür sorgen, dass der Politikwechsel in Nordrhein-Westfalen vollzogen werden kann. Deshalb ist es jetzt notwendig, eine Minderheitsregierung von SPD und Bündnis 90 Die Grünen zu bilden. Rot-Grün werden regierbare Verhältnisse in Nordrhein-Westfalen schaffen. Und vielleicht ein Wort noch. Nach dem Ende der Sondierungsgespräche ist jetzt eine Woche vergangen. Und wir haben, ich betone das an dieser Stelle nochmal ausdrücklich, keinerlei Bewegung bei der CDU bis heute erkannt. Im Gegenteil, durch Lügen und Indiskretion, ich beziehe mich da ausdrücklich auf das Spiegel-Interview, ist das Klima nochmal zusätzlich belastet worden. Das zeigt, eine neue politische Kultur, die für uns zum politischen Wechsel hinzugehört, ist mit der CDU nicht durchsetzbar. Ich habe daher dem Landesvorstand der NRW-SPD vorgeschlagen, jetzt die Verhandlungen zur Minderheitsregierung mit den Grünen zu beginnen. Der Landesvorstand hat in einer Telefonschalte, an der fast alle Mitglieder teilgenommen haben, auch wenn sie kurzfristig eingeladen war, einstimmig dafür votiert. Bitte nochmal um Verständnis, dass sich diese Situation wirklich ad hoc ergeben hat. Sie erinnern sich, ich habe immer wieder gesagt, man muss von Tag zu Tag sehen, weil unsere Erfahrung in den letzten Wochen war, die Situation verändert sich auch von Tag zu Tag. Und in dieser Situation, glaube ich, ist es wichtig, dass in Nordrhein-Westfalen wieder stabilere Verhältnisse aufgebaut werden. Soweit von meiner Seite. Ja, meine Damen und Herren, auch für uns Grüne ist das natürlich heute eine überraschende Entwicklung gewesen. Ich habe heute Morgen eine Karte bekommen, weil mir die Werbung so gut gefallen hat. Ich mache natürlich keine Schleichwerbung. Es läuft. 10 Minuten später hat Hannelore Kraft bei mir angerufen und um ein Gespräch gebeten. Ich habe aber nicht die Karte geschickt. Nein. Und natürlich, sie hat mir dann sozusagen von ihrer Entscheidung und ihrem Plan berichtet. Unter absoluter Vertraulichkeit. Und die hat auch gehalten. Und ich habe daraufhin unsere Sondierungskommission auch zusammengerufen und wir haben uns auf einen gemeinsamen Termin verständigt und habe die Entwicklung, die sich andeutende Entwicklung, dann mit unserer Sondierungs- und Verhandlungskommission besprochen. Und wir als Grüne Verhandlungskommission begrüßen einstimmig diese Entwicklung und sind natürlich gerne bereit, jetzt sofort Koalitionsgespräche aufzunehmen für Nordrhein-Westfalen, um die sozial-ökologische Erneuerung Nordrhein-Westfalens einzuleiten
Wir haben ja in den Gesprächen, in den vielen Gesprächen, die wir geführt haben, schon viele Gemeinsamkeiten festgestellt und ausgelotet. Also können wir jetzt ans Werk gehen und wahrscheinlich auch sehr zügig ans Werk gehen, das etwas genauer auszuformulieren und dann unseren Parteitagen zur Abstimmung auch vorzulegen. Sehr zügig, sehr zeitnah, sehr konsensorientiert und sehr sachorientiert. Und wir freuen uns darauf, diese gemeinsame Zukunft und diese Zukunft Nordrhein-Westfalens dann auch gemeinsam zu gestalten. Wir sehen als Grüne es absolut gerechtfertigt, den Weg dieser Minderheitsregierung zu gehen. Wir sind durch die Wahlentscheidung der Menschen von Nordrhein-Westfalen am 9. Mai ausdrücklich dazu aufgerufen, diesen Politikwechsel vorzunehmen und anzupacken. Wir sind durch die Landesverfassung auch ausdrücklich dazu getragen, dass wir diesen Weg so gehen können. Und ich sage mal eins nebenher, angesichts des Chaos, was Schwarz-Gelb auf Bundesebene anrichtet, mit einer Mehrheit weit über den Durst, denke ich, dass wir das viel besser hinkriegen. Es ist ein neuer Weg, das ist uns klar. Wir laden ausdrücklich alle Fraktionen des Landtags ein, mit an der Zukunft Nordrhein-Westfalens konstruktiv mitzuwirken, diesen Weg mitzugehen. Alle Fraktionen sind eingeladen und aufgefordert, mitzuwirken. Und der Ministerpräsident, der amtierende Minderheitsministerpräsident, kann ich ja jetzt sagen, hat ja in den letzten Tagen sehr salbungsvoll gesagt, dass er das Wohl des Landes im Blick hat. Wir werden ihn und seine Fraktion an seinen Worten messen, ob er jetzt sozusagen wieder in den Schmollwinkel sich zurückzieht oder ob er das wahrmacht. Und da, wo wir Konsense ja festgestellt haben in den Gesprächen, auf diese Konsense zurückkommt und auch gemeinsam dazu beiträgt, dass es für wichtige Entscheidungen in den Fragen Klima, ökologische Industriepolitik, in den Fragen Bildungspolitik, in den Fragen Integration auch gemeinsam mit uns diesen Weg und diese Zukunft Nordrhein-Westfalens gestalten will. Das sage ich, glaube ich, auch sehr ausdrücklich in unserem gemeinsamen Namen, dass uns daran gelegen ist. Wir sind herausgefordert durch dieses Wahlergebnis, was nicht einfach ist, aber wir glauben, dass wir das packen können und möchten eben sehr zeitnah und zügig damit anfangen. Gibt es schon einen Termin für die Wahl zum Ministerpräsidenten? Wir visieren den 13. und 14. Juli an. Das ist ein ambitionierter Zeitplan für unsere Verhandlungen. Aber dadurch, dass wir in den Sondierungen schon sehr viel haben erreichen können, glaube ich, können wir diesen Zeitplan schaffen. Das ist unser Ziel. Wenn ich das noch ergänzen darf, es war nicht nur heute Morgen die Situation mit dem BAZ-Interview von Herrn Pinkwart, sondern es kam noch hinzu, dass der Ministerpräsident ja im Morgenmagazin sich geäußert hat, er könne ja nicht zurücktreten. Auch das hat bei uns eine große Rolle gespielt. Bevor die nächste Frage an Frau Grönewald geht, der Hinweis, dass wir aufgrund der Situation auch nur 5 Nachfragen ermöglichen. Jetzt Frau Grönewald. Ja, ich habe 2 Fragen. Haben Sie auch schon mit dem FDP-Parteichef Pinkwart Kontakt aufgenommen, ob er vielleicht bereit wäre, Sie zur Ministerpräsidentin mitzuwählen? Und dann wüsste ich gerne, Frau Dörmann, ob Sie den Anruf heute vor der Pressekonferenz der Grünen bekommen haben oder danach? Also wir haben jetzt noch niemanden angesprochen, aber wie Frau Lörmann gerade schon dargestellt hat, wir laden alle ein, mitzutun und jetzt an der Zukunft des Landes auch mitzugestalten. Ich habe den Anruf nach der Pressekonferenz erhalten. Es bestand kein Zusammenhang zwischen der Pressekonferenz unserer beiden Landesvorsitzenden und dem Anruf von Frau Kraft, sondern es war dann kurz danach und dann ist es offenbar gut so, wie es jetzt war. Herr Meinertz. Frau Kraft, werden Sie offensiv auf die Linke zugehen und mit ihr das Gespräch suchen? Oder ist Ihre Einladung so zu verstehen, dass Sie erwarten, dass die Linke auf Sie zukommt und mit Ihnen spricht? Wir haben doch gerade deutlich gesagt, wir laden alle im Landtag vertretenen Parteien an, ein mitzutun und auch an der Zukunft dieses Landes mitzugestalten. Herr Hügel. Frau Kraft, gehen Sie denn davon aus, dass Sie bereits im ersten Wahlgang die nötige absolute Mehrheit von 91% bekommen? Wissen Sie, darüber habe ich mir ganz ehrlich gesagt überhaupt noch keine Gedanken gemacht. Es geht jetzt darum, ein gutes Zukunftsprogramm für Nordrhein-Westfalen zu entwickeln. Und ich bin mir sehr wohl im Klaren darüber, dass es mehrere Wahlgänge umfassen kann. Das sieht unsere Verfassung ja auch vor.
und gehe davon aus, dass es am Ende auch ein gutes Ergebnis gibt. Frau Kraft, Herr Rüttgers hat ja schon am Dienstag in seiner Fraktion angekündigt, es wurde teilweise auch berichtet, dass er keine schwarz-gelbe Politik mehr machen wird. Was hat Sie denn dann heute am Herrn Pinkwart überrascht? Also ich war nicht in der Fraktion der CDU, es tut mir leid, das habe ich auch nicht mitbekommen, aber heute steht dezidiert drin, dass Herr Pinkwart diese Koalition auflöst, dass sie sich inhaltlich nicht mehr aneinander gebunden fühlen. Und damit kann sich der amtierende Ministerpräsident, der geschäftsführende Ministerpräsident, nur noch auf seine 67 Stimmen der CDU-Fraktion stützen. Und das ist eine sehr instabile Position. Und deshalb glaube ich, ist es jetzt notwendig. Ich habe ja immer gesagt, es kann Optionen geben, wo wir in die Minderheitsregierung gehen müssen. Dann, wenn es um das Wohl dieses Landes geht, und ich glaube, das ist eine Situation, die jetzt eingetreten ist, dann das sind so instabile Verhältnisse, glaube ich, die kann man so nicht stehen lassen. Und die letzte Frage geht an Herrn Lübens. Frau Kraft, wollen Sie noch vor der Sommerpause ein Kabinett vorstellen? Auch darüber, sage ich Ihnen ganz ehrlich, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, sondern wir werden erstmal jetzt die Verhandlungen führen. Ich weiß, an Personal ist man immer sehr interessiert, aber jetzt geht es erstmal immer noch um die Inhalte. Und dann werden wir erstmal sehen, wie der 13., 14. und dann wie üblich werden wir uns danach dann über das Kabinett unterhalten. Vielen Dank.